Der Dopingskandal um Lance Armstrong schlägt noch immer hohe Wellen. Der in Ungnade gefallene Ex-Radprofi muss nun seinem ehemaligen Sponsor SCA Promotions rund 8,8 Millionen Euro Schadensersatz zahlen. So lautet das Urteil eines Schiedsgerichts aus Dallas. Armstrong gewann insgesamt 7 Titel bei der Tour de France. Das Versicherungsunternehmen SCA Promotions hatte dem 43-Jährigen daher 2006 eine Sponsorenleistung von knapp 6,5 Millionen Euro ausgezahlt. 2012 allerdings wurden dem US-Amerikaner sämtliche Siege bei der Frankreich-Rundfahrt wegen seines Dopingvergehens aberkannt. Zudem wurde er vom Radsportverband lebenslänglich gesperrt. SCA Promotions forderte daraufhin Schadensersatz, erfolgreich. Die 8,8 Millionen Euro Entschädigung, die Armstrong begleichen muss, sind ein Rekord. Noch nie musste in der Geschichte der US-Justiz ein einzelner Bürger eine solche Strafe zahlen. Sein Dopingvergehen macht Lance Armstrong also immer noch zu schaffen.